Hallöchen, Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Und wir sind am dritten Tag im Frühling angekommen. Die Wiederholung können wir uns kurz noch. Brot haben wir schon. Wie sieht's aus mit dem Wetterbericht? Kommt morgen ein Sturm? Ganz klar und sonnig, verdammt. Na gut. Dann gibt's eben keinen Sturm für mich. Ist auch nicht so schlimm, ich kann noch ein bisschen warten. Meine Aprikose! Ist es nicht schön, wenn man selber nicht pflanzen muss? Ha, das ist so toll. Apropos, wir wollten eigentlich noch ein paar Sachen hier machen. Jetzt haben wir hier Senfkohl. Ich weiß nicht, wann der Senfkohl geerntet werden kann. Pepperoni-Saat, Sommer. Senfkohl ist im Herbst, okay. Was haben wir hier noch? Tomaten, Radieschen, Melone, Frucht. Ist Melone Sommer, glaube ich. Blumenkohl, Blumenkohl. Kann ich da noch machen? Ich glaube, Blumenkohl ist eine Frühlingssaat. Bock, 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 bock. Und dann haben wir unsere Eierlis wieder. Jetzt sind sie wieder glücklich. Komm schon, lass das nicht. Dieses Luder. Bitte, 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 bitte. Ja! Ja, yeah. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Juhu. Wie geilo. Wie geilo. Lalalalalala. Nein, 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 nein. Die große Ziegenmilch, die kommt hier nirgendwo hin. Gehen wir nochmal kurz rein. Ziehen uns kurz das hier. Tauen das hier rein. Senfkohl kommt dann hier rein. Und wir gehen direkt dahin, wo ich hin will. Und zwar zum Dingsbums. Jo, 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 jo. Yeah, 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 yeah. Yeah. Das nächste ist fertig. Das nächste ist fertig. Jo. Ich habe ein Thema, über das wir reden können. Fällt mir gerade ein. Und zwar kommt ja ein neues Sims-Erweiterungspack raus. Wir haben ein Update, ein kostenloses Erweiterungspack. Und zwar Karibik. Habe ich schon gelesen. Und jetzt gibt es Get Famous oder so. Und da gibt es anscheinend ganz viele coole neue Jobs, die man machen kann. Karrieren, die man aufbauen kann. Und ganz viele Events, die man so machen kann, damit man erfolgreich wird. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ich gehe mal davon aus, dass das wieder ein sehr großes Pack wird. Aber, toll, Käsepresse, schön, danke. Aber, was ich mich frage, es müsste ja jetzt dann bald wieder ein Bundle rauskommen. Das heißt, wir bräuchten theoretisch eigentlich so viele wundervolle Bündel. Danke dir, danke dir. Husch, heilige Maria und heiliger Josef und alle anderen Heiligen, die es sonst noch so auf der Welt gibt. Es gibt eine Küche hier, wollt ihr mich verarschen? Das hätte ich ja nicht gedacht. Cool. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Seite hier schon fertig. Juhu! Ich weiß gar nicht, was man da als Belohnung bekommen wird. Ist nämlich... Oh. Wir haben gar nicht mehr so viel. 5000 für den Tresor noch und 25.000 für Zauberer. Futter. Wir brauchen unbedingt noch diesen dritten Apfel. Bündel Koch. Maki-Rollen. Die müsste ich mal machen. Und wir brauchen diesen blöden Rotkohl. Na, auf jeden Fall müsste ja dann eigentlich ein Gameplay-Pack rauskommen.
Okay, Leute, kennt ihr euren Text? Ja. Bereit? Action. Ich dachte, wir hätten etwas Besonderes. Ich habe mich wohl geirrt. Schnitt. Es tut mir leid. Wie soll ich an meinen Text denken, wenn ihr Gesicht so direkt vor mir ist? Oh, hey. Schau dir meine neue Kamera an. Der Joya-Konzern veranstaltet einen Werbespot-Wettbewerb. Das Preisgeld ist 10.000 Gil. 10.000, das kann ich brauchen. Gib's mir. Hey, ich möchte dich gerne in dieser Aufnahme haben. Einverstanden? Geh einfach im Hintergrund an Clint und Emily vorbei, während sie reden. Das macht die ganze Szene etwas authentischer. Okay, bin dabei. Jetzt wird der Shane mir irgendwie sympathischer. Jetzt kommt seine künstlerische Aura durch. Okay, bereit. Action. Ich dachte, wir hätten etwas Besonderes. Du hast mir versprochen, du würdest mich für nichts auf der Welt verlassen. Das war wohl gelogen. Nein, so ist das nicht. Es ist einfach etwas, das ich tun muss. Es ist mir sehr wichtig. Ich muss einfach diese neue Joya Blue Cola ausprobieren. Sie hat den dreifachen Sorbitgehalt, der für ein noch besseres, süßeres Trinkerlebnis sorgt, und sie ist günstiger als Wasser. Aber ist Limonade nicht ungesund? Du hast mir versprochen. Keine Angst, mein Schatz. Das erstklassige Forscherteam im Joya-Hauptquartier hat bestätigt, dass Joya Blue keine bedeutende Abtragung der Magenschleimhaut bewirkt. Also kannst du trinken, so viel und so oft du willst. Die eigentliche Frage ist, wann wirst du Blue werden? Gluck, gluck, ah. Schnitt. Das war perfekt. Hoffentlich gewinnt der Shane und gibt mir die Hälfte davon. Das war so toll. Danke für deine Hilfe. Gerne. Clint? Oh. Der kommt wohl mit der Joya-Cola nicht so klar. Scheint mir zumindest so. Es ist, wie es ist. Mittwoch, Ruhetag, ich hasse dich. 1000 Gil bekomme ich. Holy moly. Abigail, gut, dass du da bist. Ich habe was für dich. Wo ist sie denn? Hä? Ah, da. Okay. Clint, mag der vielleicht Milch? Aprikose? Gas meine ich. Nicht Clint. Ich meinte Gas. Alex, du kriegst Milch von mir. Oh nein, er mag nichts mehr. Ich frage mich tatsächlich. Ich muss halt sagen, vom Aussehen her gefällt mir der Alex am besten. Der Shane sieht immer so krass ungepflegt aus. Das ist sein Problem. Wäre der nicht so, hätte der nicht so einen komischen Bart. Und der hat so dunkle Augen, finde ich. So extrem dunkle. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so schwer, sich zu entscheiden. Jess, hi, komm rein. Hallo. Ich habe an einem neuen Projekt gearbeitet, etwas Großem. Das ist nur ein Teil davon. Lass es mich demonstrieren. Leg einfach deine Hand hier hin. Und jetzt drücke ich den Schalter. Oh. Aua. Oh mein Gott, geht es dir gut? Hier, lass mich diese Brandwundsalbe auftragen. Oh, Gott sei Dank.
Es tut mir so leid. Es ist okay, tut gar nicht weh. Ehrlich? Puh, dann fühle ich mich ein wenig besser, danke. Das hat ein wenig die Stimmung ruiniert, was? Kein Problem. Kann ja mal passieren, aber ich möchte nicht mehr dein Versuchskaninchen sein. Lass mich bitte nie wieder dein Versuchskaninchen sein. Kann ich... Robin, muss ich dir eigentlich jetzt noch was schenken, wenn die alle Herzen voll hat? Oh, Jazz. Oh, Robin. Was brauche ich denn für meine Pferdehütte? 10.000 und 100 Hartholz. Das dauert noch ein bisschen. Großer Hühnerstall sollten wir uns nächstes Mal zulegen. Dann haben wir die Entenfeder. Hallo Linus. Hoffentlich habe ich bald die 10 Herzen voll bei dem. Wir brauchen rote Schleime, oder? Genau. Ah, da, 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 da. Oh. Oh. Hallo. Es war ein bisschen doof, dass ich meinen Apfelbaum-Dingsbums mitgenommen habe. Ey, wieso ist denn der so schnell? Was ist denn mit dem verkehrt? Was ist denn das? Das sieht ja komisch aus. Ah, Jade. Und da haben wir unser erstes Opfer von 8. Heute gehen wir ein bisschen effizienter mit unserer Energie um. Nämlich damit, dass wir den Weg nach unten suchen. Sehr effizient. Ah, du Luder, jetzt hat er mich erwischt. Das sind ganz schön viele Pilze hier. Wenigstens haben wir was zum Essen gefunden. So kann es weitergehen. Den kann ich nicht einsammeln. Wollen die mich verarschen? Das sind wieder unterschiedlich gute. Das nervt mich ein bisschen. Und wieder noch einer. Wieder noch einer. Gutes Deutsch. So, jetzt habe ich aber alle drei. Nö, 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 nö. Schauen wir mal kurz. Ah, verdammt. Gut. Wir haben jetzt. Oh, hallo. Okay, wie viel habe ich jetzt? 4, die Hälfte. Noch könnte ich es schaffen. Uiuiuiuiui, was schmeißen wir da jetzt weg? Für den Smaragd lasse ich alles liegen. Arsch.
Die haben mich in echt noch erwischt. Ich glaube, ich kriege einen Anfall. Toll, ich dachte, der hätte vielleicht den Weg nach unten für mich. Gibt es jetzt hier irgendwo einen Weg nach unten? Oh, ein Dingsbumstörtchen. Ich habe keinen Platz mehr. Jeha. Kann ich jetzt bitte lauter Schleimis finden? Ich möchte auch mal fertig werden mit dieser Quest. Dass ich die 1000 Moneten gleich mal kassieren kann. Nichts hier. Verdammt. Also ohne Witz kriegst du so leicht diese Steine zusammen. Im Gegensatz zum Holz. Das ist Wahnsinn. Ich habe einen Schatz gefunden. Und er trägt nicht meinen Namen. Wo könnte das denn? Ah, ich weiß, wo es sein könnte. Den müssen wir heute noch finden. Das heißt, wir müssen spätestens, wenn wir die nächste Stufe... Warte mal, wie viele Tage haben wir Zeit dafür? 2, okay. Immer will ich schreiben. Jetzt habe ich auch noch den Stein gegossen. So, das nehme ich noch mit und dann... Ich glaube, ich verziehe mich jetzt schon. So, jetzt ist halt die Frage der Fragen, wo ist dieser Schatz? Wo ist dieser Schatz? Das irgendwie... Habe ich das Gefühl... Es ist im Wald. Ich kann mir nicht erklären, warum. Aber es kann eigentlich überall sein. Das ist das Problem. Jetzt hören wir nur ganz kurz noch. Aber das sehe ich. Hallo, Sammy. Sebastian, nicht Sam. Nun, Abby ist auch nett, aber geht da doch nichts zwischen den beiden? In Wirklichkeit liebt er mich. Das weiß ich, weil sie alle mich lieben. Die lieben alle nur mich. Vielleicht hier? Nee, das sieht aus, als wäre es im Wald unten. Ich bin mir sicher, es ist im Wald. Wir gehen jetzt erstmal zum Wald runter. Und schauen uns das mal an, bevor wir jetzt hier überall suchen. Ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass es hier ist. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Das ist das, was ich mich frage.
Das hatte ich noch nie. Die muss ich mitnehmen. Die kann ich nämlich schön spenden. Ich dachte, das wäre hier vielleicht. Oh je, oh je. Da komme ich aber nicht hoch. So, was mache ich jetzt? Verdammt, ich weiß nicht, wo dieser Schatz sein soll. Komme ich da überhaupt schon hin? Sind keine Bäume. Ich suche jetzt mal diesen Schatz und wenn ich ihn gefunden habe, sage ich euch Bescheid. Bis gleich. Ich habe mich jetzt umentschieden, weil wenn ich mir das mal genauer anschaue, ich habe halt die Befürchtung, dass wir da noch nicht hinkommen. Weil die Bäume fast so aussehen wie Palmen. Wir düsen jetzt hier noch ein bisschen rum, schauen uns das an, aber mir fällt jetzt auch kein Ort ein, wo das irgendwie zusammenpassen würde. Außer hier vielleicht noch, aber da ist ja nichts. Naja, das glaube ich wird nichts. Vielleicht ist es auch wo ich noch nicht hinkomme. Kann genauso gut möglich sein. Komme ich zum Zauberer noch rein? Nee, wir gehen hoch. Wir müssen morgen unbedingt dem Zauberer sein Geschenk geben. Sonst wird es nichts mehr. Und dann gehen wir gleich mal in den geheimen Wald und gucken da mal nach, ob es da irgendwas für uns gibt. Währenddessen sammeln wir natürlich schön weiterhin Geld, dass wir unsere Sachen weiterhin aufwerten können. Wir holen uns vermutlich erstmal Oh, hallo. Erstmal verkaufen wir irgendwas, was wir noch verkaufen können. Dann holen wir uns das Zeug hier noch. Und verkaufen das natürlich auch. Hihi. So, da müsste jetzt einiges an Geld für uns rausspringen, würde ich mal sagen. Oh, wir kriegen unser Gewächshaus. Juhu! Wie schön. Beim Gewächshaus gibt es ja so extra spezielle Vorrichtungen, wie man was bauen muss, dass es effizient ist. Und ich glaube, da hauen wir unseren. Obwohl, eigentlich wäre es schon schön, wenn wir den Apfelbaum unten hätten. Da, wo ich ihn haben wollte. Ich glaube, da platzieren wir ihn auch, aber ich muss nur kurz gucken. Ja. Dieses wundervolle Geschenk werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es so sein sollte, schreibt es in die Kommentare, gebt mir ein Like oder ein Abo. Ich würde mich super freuen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi.